Herzlich willkommen zu Knall durchgenommen Guardians of the Galaxy. Da war ich gerade abgelenkt von der geilen Musik. Das ist fantastisch. Immer ein großartiger Soundtrack, wenn irgendwas mit Guardians of the Galaxy auf dem Fernseher läuft. Die Filme finde ich persönlich fantastisch. Mir egal, was euer cineastisches Kritikerhirn dazu zu sagen hat. Ich finde sie gut. Ende der Diskussion. Telltale ist auch gut, hat aber in letzter Zeit zumindest bei mir ein bisschen an Kredit verloren, weil Walking Dead, die aktuelle Staffel, mir doch ein bisschen... Ja, unspektakulär kann man nicht sagen, sie war spektakulär, aber sie hat mich einfach emotional nicht getroffen, sie hat mich nicht am Herzen gepackt. Und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn es bei einer meiner Lieblingsserien nicht klappen sollte. Wir haben schon ein bisschen gespielt. Wir sind immer noch in Folge 1. In der Mitte oder im letzten Viertel von Folge 1, so genau kann ich das noch nicht einschätzen. Viel ist noch nicht passiert. Unsere Gruppe hat mehr oder weniger die Intro-Mission erledigt. Und jetzt brodelt sich so langsam das eigentliche Thema der ersten Staffel brodelt sich zusammen. Kristallisiert sich heraus. So ist es schön gesagt. Und deswegen gehen wir direkt rein. Hier seht ihr noch mal ganz kurz die Kapitel. Vielleicht für euch ganz interessant. Sieht sehr schön aus. Mal offensichtlich auf die einzelnen Charaktere abgestimmte Kapitel. Zumindest laut den kleinen Covern. Hier oben links seht ihr noch kurz ein bisschen die Zusammenfassung, was bisher passiert ist. Viel ist aber nicht. Ich meine, da steht auch: Bösewichte aus allen Ecken der Galaxis haben es auf Peter und seine Freunde abgesehen, was die Beziehung der Guardians auf die Probe stellt. Ja, das passt so ziemlich zu jedem Produkt. Das würde auch passen zu Guardians of the Galaxy, der Müsli-Riegel. Da ist das die Geschichte. Gucken wir mal rein. Ich weiß gar nicht, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Ich glaube, ich war in irgendeinem Raumschiff. Ich glaube, es gab irgendwas zu tun. Ah, und wir hatten letztes Mal, offensichtlich sind wir abgestürzt, es gab letztes Mal grafische Probleme, die dürfte es dieses Mal nicht mehr geben. Da gehe ich stark von aus. Wir haben mit dem Rechner geredet und er hat uns zugestimmt, dass das für seine Existenz nicht geeignet wäre, wenn er weiter Probleme macht. Und deswegen nehme ich an, dass es jetzt besser läuft. Man, is everything on this ship broken? You, doing all right after last night? The Rodan tried to deny me my victory. But you, my true and noble friend, Peter Quill, stood with me. I believe Hovat and Chimeria can rest peacefully now. So, eating your feelings, I see. With Thanos defeated, there is a void inside of me that only these rations can fill. You know, I've never asked. Hovat and Chimeria. What were they like? My wife and daughter. They were kind, brave, true. Qualities I, myself, aspire to possess. Ask me no more of them, Peter. I do not always wish to remember their faces. Ja, ist zwar nett gemeint, aber ich dachte mir auch gerade, boah, muss man jetzt gerade, wo er hier mit diesem zufriedenen Grinsen sitzt und denkt, ey, alles gut, endlich kann ich mal an was anderes denken, wie an diese kleinen grünen Wasabi-Oreos. Und dann kommt man wieder mit dem alten Gebimsel an, mit den alten Geschichten. I really need to figure out what to do with Thanos. Nova Corps, Collector, thrown into a black hole? That is up to you. He is dead. That is all I care about. All right, gotta run, Drax. Stay cool. My body temperature is always 125.9 degrees. Also die Charaktere, auch wenn sie natürlich optisch nicht so aussehen wie ihre Vorbilder im Kino, was einfach ein rechtliches und ein finanzielles Problem ist, haben sie die Charaktere so, wie sie aus den Comics wahrscheinlich auch stammen, gut beschrieben. Ja, wir haben den Thanos erledigt. Das ist schon mal sehr antizyklisch, weil das ist ja schon ein dicker Hecht. Und den haben wir direkt im Intro gelegt. Und jetzt haben wir die Leiche und wissen nicht so recht, was wir mit der machen sollen. Oh, that's not good.
Hey, Mom. Ah, missed that view. Had this bag since I was a kid. Used to hold candy. Now it holds... Well, now it holds alien candy. Immerhin kann man sich hier auch mal ein bisschen frei bewegen und muss nicht nur irgendwelche Videos durchklicken. I always knew I'd make headlines someday. Just didn't think it'd be for killing a giant purple tyrant. So. Kann ich da nicht raus? No. You. No, you. No, no, you. No, you. Ich nehme an, wir sind in irgendeinem Schiffsdock. Schon wieder so lange her, dass ich wirklich nicht mehr genau weiß, aber sicherlich wird mich gleich irgendjemand einführen. Da liegt er rum. Who did? You did. And about to be someone else's problem. That terminal took a beating in the crash. Still offline. Gotta use the one on the bridge. Peter Quill, legendary Star-Lord. So what's up, my main man? How you holding up, buddy? Yeah, my liver's trying to shake me from the inside out. I've never had so many free drinks in my life. Living in a post-Thanos world, on the other hand, maybe it won't be so bad. Some time off would be a welcome change. Ja, er will, sag ich mal, Solo-Touren starten und alleine los. Das finde ich eigentlich nicht so geil. Nope, dismantling. Gonna use the parts to fix the engine. Really? Yeah, well, I stole parts from the engine to make it, so I'm just putting them back. I said I'm putting them back! So, you made up your mind. You're really leaving, then? Look, man, 2 days ago I was getting shot at. Last night I was getting shots. Know what I mean? We're famous. I gotta take advantage. Step one, sell Thanos. Step two, fling money into air. Ich muss sagen, den Plan kann ich verstehen und unterschreiben. Ich würde das genau so auch machen. So, what's the deal with this collector guy? Might come as a surprise, but the collector collects stuff for his collection. When he's not running the underworld. That is. He pays tip-top dollar, which is way better than anything the Nova Corps can do for us. Why do you hate the Nova Corps so much? Those NC jerkwads locked me and Groot up at least a dozen times for bounty hunting, weapon stealing, you know, innocent stuff like that. Hey, come on, a guy's gotta make an honest living, am I right? I should get back to it. Oh, and don't be an idiot. Thanos is worth a fortune. Call the collector. Ja, das ist mehr oder weniger die Krux dieses Kapitels. Wen soll ich anrufen? Wem soll ich die Leiche von Thanos geben? Dem Collector, den wir ja auch aus dem ersten Teil kennen, oder der, ich sag mal, der Behörde, mit der wir natürlich alle Probleme haben, die wir alle nicht so geil finden, der GZ sozusagen. Aber die es trotzdem geben muss. I don't know. Catch up. About what, Gamora? How you killed her father? He left us no Stay choice. Stay away from me. Ja, sie hat immer noch Probleme mit ihrer Schwester. Das ist so ein bisschen chronologisch zwischen
Folge 1 oder Teil 1 und Teil 2, was die Filme angeht. Hey, Peter. How are you doing? Fine. Staying as far away from Rocket as I can. I don't want to let him ruin my mood. Last night was actually fun. Maybe too much fun. So, something on your mind? Ja, ich weiß nicht, wem ich den Shit verkaufen soll. So, still mad at Rocket? He needs to watch his little tongue. I may have been too harsh with him. He just... Oh, he's so infuriating. Did I hear you talking to Nebula earlier? If by talking to you mean being yelled at. Even though she's pissed, it feels good to have it off my mind. Thanks for the advice. Na klar. Hab schon total vergessen, was ich dir geraten habe, aber es war wohl sehr, sehr gut. Hey, what are friends for? Stopping one another from drinking too much. We both failed that mission. Why do you like the Nova Corps so much? I don't really like to talk about it, but I was an assassin for Thanos. I killed so many people for him that I lost count. Tyrants. Innocents. Didn't matter. If you ever hear the ridiculous nickname, the most dangerous woman in the universe, that was me. But the Nova Corps, they turned a blind eye to my past after I joined the Guardians. Being with you guys, making the galaxy safer, it's my chance to make up for what I did. I guess I'll talk to you later. Some advice for you. Don't trust the Collector. You should call the Nova Corps. Ah, schwierig. Was will ich haben? Geld oder Ruhm? Es ist nicht zu entscheiden. Schwer zu entscheiden. Es ist wieder so eine typische moralische Frage, so ein typisches moralisches Dilemma. Was will ich machen? Offensichtlich sind die Nova Corps ja schon so ein bisschen die Good Guys der Galaxie und ja, der Collector gehört so ein bisschen der Mafia an. Aber ich habe doch einfach nur die Leiche eines gigantischen, riesigen Alien-Chefs, die ich loswerden will, zum bestmöglichen Preis. Also warum muss ich da auch dann einer von den Guten sein? Kann ich nicht wenigstens die Leiche von jemandem schänden? Sonst macht das doch gar keinen Spaß mehr, wenn man immer gut ist. Aber was auch immer ich wähle, eine von beiden wird natürlich entsprechend drauf reagieren. Aber ich nehme an, dass ich gegen Rocket entscheide, weil Geld bringt mir in dieser fiktiven Welt ja auch nichts. Wahrscheinlich kann ich mir dann, also kenne ich das zumindest von Telltale, irgendwann irgendwo was kaufen, was ich mir sonst nicht kaufen könnte. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so eine Relevanz hat. Egal, was ich wähle, es wird eh am Ende dazu führen, dass die Story so weitergeht, wie sie gedacht ist. Oh, gucke ich mir erstmal ein bisschen Codex an. Der Collector. Nowhere ist die Heimat von vielen zwielichtigen Gestalten, aber keine ist zwielichtiger als dieser Kerl. Er besitzt ein Museum, das mit allerlei Wertgegenständen handelt. Ich habe keine Ahnung, woher all sein Geld kommt, aber er hat scheinbar mehr Units als der Strand Sandkörner. Gamora vertraut ihm überhaupt nicht, Rocket gefällt sein Konto aber umso mehr. Was könnte er denn machen? Na gut, er könnte die Leiche von Talos irgendwie an jemanden abgeben, der sie wiederbelebt oder so. Die Milano, ein maßgeschneidertes M-Schiff, das ich von Yondu und den Ravengers geerbt habe. Die Milano ist das Zuhause der Guardians im weiten Weltraum. Sie sieht gerade allerdings etwas verbeult aus. Die Kollision mit einem Planeten hat ihr nicht gut getan. Gelinde ausgedrückt. Ja, Drax kennen wir natürlich, aber ich lese trotzdem ruhig nochmal vor, was hier steht. Drax beschreibt sich selbst zwar als eine lebende Waffe, deren Sinn und Zweck darin besteht, sich an Thanos für den Tod seiner Frau und seines Kindes zu rächen. Scheint zu stimmen.
Er ist zu den Guardians gestoßen, weil er gehört hatte, dass wir Thanos auch nicht besonders mögen. Der Rest sollte bekannt sein. Sein Umgang mit Humor lässt etwas zu wünschen übrig, aber sein Herz sitzt am rechten Fleck. Woher wollte er es wissen? Der Typ ist ein Alien. Ich hätte erwartet, dass Drax sich mehr über Thanos Tod freuen würde, aber etwas scheint ihn wirklich zu beschäftigen. Hoffentlich ist bei ihm alles in Ordnung. Ja, eigentlich muss er sich doch echt freuen. Hallo, der hat gerade sein Lebensziel erfüllt. Drax Familie. Wenn man sich anhört, wie er von ihnen spricht, müssten Horvath und Kamaria das Wichtigste in Drax Leben gewesen sein. Er hat sogar seine Klingen nach ihnen benannt. Es war Thanos Mord an seiner Familie, der aus Drax den rachsüchtigen Zerstörer gemacht hat, den wir kennen. Ich muss allerdings zugeben, es fällt mir schwer, mir Drax als Vater vorzustellen. Oder als Ehemann. Ja. Als ich zum letzten Mal auf der Erde war, hatte Michael Jacksons Bad die Charts erobert. Seitdem ist es wohl nur abwärts gegangen. Ich habe mir also nicht wirklich die Mühe gemacht, zurückzukehren. Irgendwann vielleicht, aber die Erde ist nicht mehr wirklich mein Zuhause. Wenn man das sagen kann, hat man es geschafft, vielleicht. Gamora. Gamora ist die beste Freundin, die man sich wünschen kann. Sie weist mich auf meinen Unsinn hin, sie hält mir den Rücken frei und sie kann ermorden, wen sie will. Sie ist ein Gründungsmitglied der Guardians und es fällt mir schwer, mir das Team ohne sie vorzustellen. Sie erwähnt ihre Vergangenheit nur selten, aber angesichts der Tatsache, dass ihre gesamte Zivilisation von einem machthungrigen, mörderischen Psychopathen namens Thanos zerstört wurde, der sie auch noch adoptiert hat, ist sie weit ausgeglichener, als man es von ihr erwarten würde. Groot, den habe ich noch gar nicht gesehen, wo ist der eigentlich? Im Raumschiff. Laut Rocket sind er und Groot seit Jahren Freunde und Kopfgeldjäger. Ich bin mir nicht ganz sicher, von woher er kommt. Groot hat sich immer wieder als ein wertvolles Mitglied der Guardians erwiesen und ich würde ihm mein Leben anvertrauen. Update, Notiz an mich, lass nicht zu, dass er sich betrinkt. Das Badezimmer wird nie mehr dasselbe sein. Wo ist er denn dann? Ach, dann ist er vielleicht wirklich da irgendwo. Oh, da sind doch einige Dinge noch zu lesen. Machen wir schnell, wir haben eh nur noch 5 Minuten, dann geht's in die Werbung. Nowhere. Befindet sich im Kopf eines enthaupteten Celestials. Nowhere ist eine Minenkolonie, in der einige der zwielichtigsten Leute der Galaxis leben, so wie wir. Wir haben dort aus offensichtlichen Gründen ein Versteck. Erstens, es ist ein praktischer Ort, um die Milano aufzutanken und die Vorräte wieder aufzufüllen. Zweitens, dieser Ort ist ideal, um militärische Mordwerkzeuge oder mörderischen Alkohol zu finden. Drittens, es befindet sich in einem großen alten Kopf. Was gibt es daran nicht zu mögen? Okay, unsere Mutter. Was soll ich sagen? Sie war eine coole, alleinerziehende Mutter. Zäh wie Leder und mit einem tollen Musikgeschmack. Moms Tod beweist wohl, dass das Universum manchmal richtig scheiße sein kann. Du fehlst mir, Mom. Nebula. Kennen wir ja, die Schwester von Gamora. Gamoras Schwester. Gamora spricht nicht oft von Nebula. Sie scheinen aber eine ähnliche Kindheit gehabt zu haben. Sprich, voller Mord und Gewalt. Nebula ist ebenso talentiert wie Gamora, aber weit wütender. Update. Gamora scheint ihre Schwester kontaktiert zu haben und Nebula war nicht erfreut. Das werden wir später nicht bereuen, oder? Ja, wir haben ihr nämlich gesagt, sie soll bitte ihre Schwester kontaktieren, denn wir möchten, dass sie alle zusammengehören. Nova Corp. Die Nova Corp sind Weltraumbullen. Sie sind dafür zuständig, den Frieden in der Galaxis zu wahren. So richtig rechtschaffend gute Typen. Sie leisten wohl recht gute Arbeit, bitten die Guardians aber ziemlich oft um Hilfe. Rocket kann sie nicht leiden, Gamora scheint ihnen aber viel Respekt entgegenzubringen. Update. Die Nova Corps haben scheinbar mehrfach mit Rocket zu tun gehabt. Ich kann nicht behaupten, dass mich das überrascht. Ja, Rocket brauche ich eigentlich wirklich nicht beschweren, der ist schon auch selbst schuld. Anfangs hielt ich Rocket für einen gierigen, verdorbenen, kleinen Bastard. Meine Meinung hat sich nicht geändert, aber jetzt weiß ich, dass sich hinter dieser misanthropischen Attitüde und der schlechten Hygiene ein unglaublich fleißiger, unglaublich witziger und irgendwie auch ziemlich genialer Kerl versteckt. Er ist der Milano-Flüsterer und ich würde ihm das nie direkt sagen, aber er ist womöglich auch einer der genialsten Strategen der Galaxis. Update. Was zur Hölle? Thanos ist endlich tot und Rocket möchte plötzlich die Guardians verlassen. Einerseits hat er wohl eine Pause verdient, aber andererseits, ich weiß nicht. Ja, aber wenn er die Guardians verlassen will, warum muss ich dann nach seinem Wunsch handeln und Thanos an den Collector abgeben? Wenn er geht, habe ich ja keinen Ärger mit ihm. So, Peter Quill, aka Star-Lord, Held, Outlaw, teuflisch gut aussehender Frauenheld.
Ich bin in dieser Galaxis unterwegs, seitdem Yondu mich von der Erde entführt hat. Seine Mannschaft, die Ravengers, hat mich adoptiert, bis ich alt genug war, um mich eigenständig zu machen. Und jetzt habe ich meine eigene Mannschaft, die Guardians of the Galaxy. Die sind fast so toll wie ich. Thanos, besagter Tote in unserem Lagerraum. Thanos ist zweifellos einer der furchterregendsten Typen, die hier gelebt haben. Er ist extrem zäh und extrem mächtig und er befindet sich auf einem nie enden wollenden Feldzug, um so viel von der Galaxis zu erobern wie möglich. Dabei kommen buchstäblich Milliarden ums Leben. Wirklich kein netter Kerl. Update? Nun, das war er, bis wir ihn getötet haben. Hurra! Ehrlich gesagt habe ich aber immer noch etwas Angst vor ihm, obwohl er tot ist. Ich muss sagen, so geht's mir auch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das alles so bleibt, wie es im Moment aussieht. Hier gibt's Nachrichten. Wen können wir anrufen? Collector oder Nova Corp. Vorher gehe ich aber nochmal meine Nachrichten durch. Und zwar gibt's hier zum Beispiel was von Starlin, betreff Schulden. Hör mal, Peter, ich weiß, dass du oft herkommst. Vielleicht etwas zu oft. Das ist nicht gut für deine Gesundheit. Aber dein Team und du haben eine absurde Menge an Getränken bestellt und mich nie bezahlt. Wenn ich euch das durchgehen lasse, werden alle gratis Drinks von mir erwarten. Tut mir also einen Gefallen und bezahlt, bitte. Getränkeschulden sind Ehrenschulden. Yondu schreibt, Thanos? Hallo Junge, ich habe letztens jede Menge Verrücktheiten über Peter Quill gehört. So Leute sagen, du hast Thanos getötet? Verdammt, wer es glaubt. Bisschen orthografisch falsch, aber ich bin mir nicht sicher, kann er schreiben? Mal gucken, weiß ich nicht. Quill, wie läuft's? Wie war dein Tag bisher? Gut, es freut mich, dass du es dir gut gehen lässt und deine E-Mails checkst, anstatt einfach den fucking Collector anzurufen. Ja, das ist Rocket. Oh, es gibt noch 4 weitere Nachrichten, die werden wir uns schnell noch alle durchlesen. Howard schreibt, aus irgendeinem Grund liegt den Entwicklern dieser Welt sehr viel daran, dass man Howard the Duck mit Guardians of the Galaxy verbindet. Das ist in den Filmen schon so, vor allem im zweiten. Und auch hier, Pokernacht von Howard. Hey, PQ, entweder ist etwas mit Rockets Überweisung schiefgelaufen oder das Mistvieh, das du Kumpel nennst, hat mir immer noch nicht das Geld gezahlt, das er mir seit der Pokernacht schuldet. Jede Ente hat irgendwann mal genug und er treibt es zu weit. Sag ihm, dass ich nicht mehr mit euch spielen werde, bis er mir das Geld gibt, das er mir schuldet. Quack, quack, Howard. PS, geh die Woche, nächste Woche im Starlands etwas trinken. Ich sollte ein paar Tage lang diese Welt verlassen können. Ich drücke die Federn. So, eine weitere. Oh nein, jetzt kommen ja noch die Kirchen. Die wollen auch noch was. Spam, universelle Kirche der Wahrheit, Ungläubige, Gewalt, Kardinäle, Tempelschiffe, Spender. Nein, nein, ich spende nichts. 2 noch. Das Nova-Hauptquartier. Tilgung der Einträge im Strafregister. Peter Jason Quill. Ihrem Wunsch entsprechend wird die Nova Corps sofort alle Einträge in ihrem Strafregister sowie denen von Gamora, Rocket, Groot und Drax tilgen. Ihre Status in der galaktischen Datenbank werden auf rechtschaffende Bürger zurückgesetzt. Das bedeutet, dass sie von nun an als aufrechte Bürger angesehen werden und das volle Stimmrecht in ihrem Sektor haben. Vielen Dank für ihre erbrachten Dienste. Ja, das wird nicht lange anhalten, glaube ich, aber es ist an sich eine gelungene Geschichte, finde ich. Haben wir gut gelöst. Verlorene Jacke. Freunde, einer von euch hat nach unserem Pokerabend in der Bar seine Jacke vergessen. Wenn jemand an Jackenmangel leidet, dann gehört ihm dieses Exemplar. Möglicherweise. S-U-V-A-Z-N-I-I-M Cosmo. Wow. Da haben wir unsere sozialen Pflichten aber sowas von erfüllt. Wir haben alles gelesen. Wir haben keine von diesen E-Mails beantwortet. Aber wir wissen Bescheid. Wir wissen leider immer noch nicht, wen wir gleich anrufen werden, wem wir die Leiche von Thanos geben werden. Das entscheide ich im Laufe dieser Werbepause. Deswegen bleibt dran und dann erfahren wir, wie das erste Kapitel endet. Entscheidungen, darum wird es jetzt gehen, hier bei Knall durchgenommen, Telltale, Guardians of the Galaxy. Ich kann entweder, also ich habe die Leiche von Thanos, dem größten Drecksack der Galaxis, er ist tot, er hat eine dicke Delle da, wo eigentlich sein Herz sein sollte, aber das hatte er eh nie. Deswegen ist die Frage, ist er vielleicht, schläft er nur, wird er wiederbelebt werden können? Ganz sicher wird das nicht das Ende von Thanos sein, glaube ich einfach. Und wir können jetzt entscheiden, was wir mit ihm machen. Geil wäre, wenn das auch zu völlig unterschiedlichen Abenteuern führen würde. Mein Tipp ist, das wird es nicht. Aber es wird die Beziehung mit meinen Charakteren deutlich beeinflussen, ob ich die Leiche nun beim Collector abgebe und mir
Fettkohle hole, so wie es mir Rocket geraten hat und so wie es mir auch der Barkeeper der Bar geraten hat, in der ich gestern noch gefeiert habe, denn da ist eine dicke Rechnung hat sich eine dicke Rechnung angehäuft. Oder gebe ich es an den Nova Corps, die Weltraumpolizei, die ihn dann hoffentlich eineist, wegsperrt oder irgendwas mit ihm macht, in die nächste Sonne schießt. Mir doch scheißegal. Aber auf jeden Fall wäre das der korrekte Verlauf der Geschichte, denn die Nova Corps haben uns ja auch immerhin erlaubt, trotz all unserer zwiespältigen, moralisch fragwürdigen und leicht kriminellen Handlungen durch die Galaxis zu reisen. Und die könnten uns das Leben durchaus schwieriger machen, wenn wir nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Mal gucken. Ich habe mich aber eigentlich schon entschieden. Ich habe schon vorher eingangs gesagt, klar ist es geil, Geld zu haben. Immer, immer Geld vor allem. Geld vor Freundschaft, Geld vor Liebe, Geld vor allem. Nein, das ist Quatsch. Also Liebe, Freundschaft, Geld. Aber je älter man wird, desto mehr kommt Geld an Position 2 vor Freundschaft. Aber Liebe kann Geld nie ersetzen. Geld kann nur, sehr viel Geld kann einem nur sehr viel Sex geben. Und das ist gleichzusetzen mit Liebe. Und somit gleichberechtigt. Also Geld ist schon auch irgendwie Liebe, aber eher Sex als Liebe. Aber Liebe ist kostenlos, zumindest so lange, bis man irgendwas kaufen will. Als Paar, Urlaub oder so. Und also Geld ist auf jeden Fall nicht unwichtig, kann man so sagen. Mit Moral kann man sich kein Auto kaufen. Und das ist sehr schwierig, aber ich glaube, im Spiel selbst wird mir das Geld nicht viel bringen. Im Spiel selbst wird diese Entscheidung, glaube ich, nur darauf ableiten, ob ich mit Rocket mich gut verstehe oder ich habe ihren Namen vergessen, der netten Alien-Dame. Ich entscheide mich ausnahmsweise mal moralisch für den guten Weg. Ich rufe Nova Corps an. Wir machen das. Okay. Star-Lord? We thought you were dead. How the hell did you survive? Hardly any of our soldiers made it out. Our fleet was wiped out. Well, it was touch and go, but the Guardians had my back. Yeah, speaking of which, I have something you might be interested in. I got Thanos lying right here. Really dead. Smelling up the place. Now, I understand there's some kind of bounty on him. Is that right? You have his body? I can't believe it. We'll dispatch some officers to your location. Nova Corps out. Okay, das war die richtige Entscheidung. Kretschmer out. What? We could have gotten way more units with the collector. So nur Geld. What were you thinking, Pete? I rolled out the red carpet for you, and you took a friggin' nosedive. Oi, I should have just sold them myself. We need strong allies, not some body displayed in a museum, okay? It's wrong and weird. That's two W words, and that proves my point. Whatever. There, a third one for your stupid list. Weren't you on my side, Quill? I'm Groot. Groot says you did the right thing. Yada, yada, yada. I say we totally missed out on a big score. Thank you, Groot. Shut up, Rocket. Fine. You want to suck up to the space cops? Be my guest. But I ain't going with you. Calm down, Rocket. Ach, sei doch nicht immer so anti, ja? Relic. That'll give us a little extra. I guess every little bit helps. Ja, war klar, dass es jetzt ein bisschen Ärger geben wird. Das war aber auch provoziert. Ist ja immer so, man kann immer nur links oder rechts. So, wo ist denn das Ding jetzt? Da in der Tasche vielleicht? Found you. Ach genau, das Ding davon ja auch nicht vergessen. War auch voll wichtig. Gonna kill him. Oh, he broke it, Mom. That doesn't mean it was okay to hit that boy. Violence isn't the answer to every problem. Are you listening to me? But it's okay for him to just break my stuff. Of course not. I imagine he's learned his lesson, though. You gave me this for my birthday. I mean, you should be pissed off, too.
And what he did was wrong, but you, you don't just go punching every person who makes you mad. Especially not someone who's three grades above you. I mean, that kid practically shaves. And 3 years from now, we'll be in the same grade. Very funny. This can't keep happening, Peter. I know I haven't been home as much lately, but that's all the more reason I need you to step up and take some responsibility. I know. Then you know tomorrow you're apologizing to that boy. And I mean a real apology. No smart ass. Mama hat immer recht. I'm sorry, Mom. Mama hat immer recht. It's okay, baby. You're a good kid. You're so much smarter than this, when you want to be. I think we could both use a chance to clear our heads, don't you? What we need is a little perspective. Sometimes it takes stepping back from your problems to see how small they actually are. Beautiful. Aww. These last few months haven't been easy for either of us, but I'm not always gonna be here. I worry about you. You're growing up so fast. Was soll ich da auch sagen? What I'm trying to say is, you're gonna be around long after I'm gone. I just don't want you to be alone. Mom? I'm fine, baby. It's nothing. It's just the dust. I know you've got a lot on your mind. But that kid you fought, maybe he does too. Promise me in the future, you'll use your words instead of your fists. Ja gut, meine Mutter. I will, Mom. I promise. Thank you, baby. You fixed it! How? What can I say, huh? I'm pretty good. Hey, oh, great song. Someone with exceptional taste must have introduced you to this one. Oh, ich könnte schon fast wiederholen. Ah, ich fand das so schlimm. Den Anfang vom ersten Guardian, den kann ich eigentlich nicht gucken. Der ist aber zu hart, da hab ich ohne Scheiß direkt geheult. Oh. Are you okay? You've just been standing there, talking to this thing. That was incredibly weird. What was weird? I'm not really sure. It's been hours. Hours? The Nova Corps are here. Okay. Yeah. You look like you just saw a ghost. Something isn't right. I really don't know what I just saw. When I grabbed the relic, I was suddenly back on Earth. And my mom was there. Peter, your mother is dead. I know, I know she is. I just... Somehow it didn't feel that way. We can't keep the Nova Corps waiting. But I do not trust this thing. No way we're selling it. All right. Showtime. Let's go. Ah, die edle Nova Corps.
Guck dir an, die Fliegern, wie sie da reinkommen, um die Leiche abzuholen von dem, den sie nicht erledigen konnten. Und wir mussten es machen. Ja, ja, klar, wir gern für euch gemacht. Ja, ja. Ja, ja, wir sind sehr gut. Probably to put in that hellish zoo of his. But we will dispose of the body properly. There should be no trace left anywhere in the universe of Thanos the Mad Titan. You know, it couldn't hurt to have some pals in the Nova Corps. I like to bend the rules a little bit. Should you ever need us, the Nova Corps has your back. Once we have verified Thanos' corpse, the bounty is yours. Oh Gott, er ist es nicht. Er ist es nicht. This is taking forever. While we're here, I've just got to say, I'm a big fan of yours, Star-Lord. You took out the Mad Titan. No one else could have done this. Ich bin auch ein Fan von mir. Your time with Yondu, the Ravagers, forming the Guardians of the Galaxy. You lead a legendary life. Wow. Well, thanks. You're welcome. You know, we're fans of the Nova Corps, too. Don't mind him. Confirmed. Thanos the Mad Titan. Great. We'll take that bounty now, Space Cop. Oh, of course. Okay, once the body has been received by processing, the bounty will be released to accounting. You should start receiving your payment in installments in 6 to 12 months. I know. Standard protocol. There's a lot of red tape and paperwork to go through. I wish we could pay you sooner. Oh, come on, man. Help me out here. I mean, can't my biggest fan speed things up a little? Well, I might be able to pull some strings. But, in return, I have a small favor to ask. Just like a tiny, tiny favor. Es wird unangenehm. Can I, touch your gun? Nobody touches my guns. It is legendary. Na komm, mach it. Oh yeah, buddy. Knock yourself out. Beep. I shall never forget this day. Man, wir haben wenigstens ein Foto gemacht damit oder so, wie sie cool hältst. Keine Ahnung haben die in der Zukunft. Das wäre doch super gewesen für Spacetagram. Oder Spacebook. Oder Spitter. Peter Quill. What now? You have something I desire. Maul. The Eternity Forge. All right. The body. Alter! Kannst du dich einfach ein vaporisieren? I will not fail you again, Hala. Retrieve the relic. Can you actually shoot? Speak, kid. Is that a yes? Just follow me. Yeah. Zack, 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 zack. LR, LR. Ich bin der allerschnellste Schütze. LR, LR, LR. Ist nicht wirklich schwer. Aber wie ihr seht, ich mache es auch herausragend gut. Nie hat jemand schneller und besser L und R gedrückt. Ey, what the fuck? Ach komm jetzt. Das ist mir zu gescriptet.
Oh shit, ich hätte A drücken müssen. Das habe ich nicht gesehen. Oh, warum machst du auch die Tasche nicht zu? Okay, ich muss jetzt dahin stolpern. Oh nein! Oh nein! Ach komm, die Schmiede der Ewigkeit! Ah, warum? So was Wichtiges hast du doch nicht einfach in deine Tasche stecken. Oh, die Frau oder der Klotz. Mach mal nix. Well, I'm not letting you go alone. Being brave can't keep you safe, but I can. Das Spiel hat entschieden. Looks clear. Let's get moving. You've been acting strange ever since I found you with that relic. Now you go flying off after a Kree warship? Is this about that dream you had? I don't understand. What aren't you telling me? Look, to be honest with you, I'm not so sure it was a dream. I was back home, and it felt so real. My mom told me to come find her. That's not possible, Peter. She's buried on Earth. We don't know what this thing is. It could be affecting you. I don't know. It made me happy. I missed that time in my life. I get that, but something about this doesn't sit right with me. Look, we just need to get the relic back. All right, Peter. Whatever you say. Right.
Rocket, how are the engines looking? Not great, Pete. The old girl's seen better days. Hey, Groot, don't stick your roots in that. Hey, Drax. Peter, is the slaughter glorious over there? Spare no gruesome detail. I haven't run into anyone yet. Oh, good. I am less envious now. Ich mag es. Ich finde die alle super. Die super Freunde. Und ich wäre gerne Teil ihrer Bande. Ach. Huh? What the hell? Those are pictures of... tomb than warship. And we're sure they're actually really dead, right? The Kree are a technologically advanced species, but science cannot defeat death. Those glyphs are Kree, but I can't make out what it says. I can. Much better. Oh, was wollen wir? Kryokapselstatus. 100% of stasis pods online. Ja, die sind nämlich nicht tot. Oder nicht so richtig. Bridge. Hala's gotta be there. Which means, that's where the relic is. Hala would be expecting a direct attack. We need to find a way in there without being seen. Mhm. Power diverted to access way. 36 stasis pods now offline. Equilibrium terminated. Whoa. My bad. They can't get any deader, I guess. Hm, okay. Also dafür, dass die Tür aufgeht, mussten jetzt 36 Leichen aufgetaut werden, sagen wir es mal so. Das finden die alle sicher nicht so toll. Es gibt noch Mega vom Eggert, sage ich euch. Game if you are. Perfect. Na gut, wir könnten auch hier rechts. Aber ich glaube auch, dass das hier eigentlich der richtige Weg ist. Schön sneaky, sneaky durch die Hintertür. Lead the way. Keep moving and stay quiet. Oh, you're the one who's talking. What did I just say? Someone has deactivated the stasis pods. And your weapons. We must find them. They cannot be far. Keep moving! Did you hear that? Wunderschön. Do not worry, sweet one. You shall be back by my side soon. Once we return home, the process can begin. Few survive an encounter with me and return for more. Peter Quill. It's pronounced Star-Lord. One more step, and she dies. It will be easy to remove her head
Do not test me. Get that thing off her neck. Very well. I cannot lose my son again. You will not take him from me. I have been searching for so long. No one will stand in my way. I lost someone too. Someone I loved. I am sorry. But this is much larger than a single life. Thanos eradicated my people. Destroyed my planet. Now that you have killed him, the Eternity Forge will be our salvation. You have no idea what this means to me. To the Kree, our rightful place in the stars shall be restored. Your people, they're all dead. That relic can't help them. Not if the myths are true. You really do not know how this works, do you? The Forge requires a sacrifice. Would you kill someone to bring a loved one back? Kommt natürlich drauf an, wen man dafür töten muss und wen man dafür wiederkriegt. Naja. No. I'd never do that. I thought as you once did. Until everything was taken from me. Billions of Kree have died. Bringing them all back will require many sacrifices. I will not rest until we have conquered every star system in the galaxy. Starting with you. Ach komm, nö, ey. Wir waren doch voll cool und nett und sympathisch. Kann man nicht machen. Macht man nicht. Ja, komm, nimm das Ding. Raus, 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 raus. Ah, okay. Ich nehme es. Ich habe es. Decken. Stay with me, Peter. Oh, does PDQ have a boo-boo? Tell that wuss to walk it up. Oh no. I am Groot? I don't know, buddy. I hope so. Hey, guys. This is your fault, Green Witch. You allowed him to die. As if you could have done any better. Either of you. Yeah, go on. Blame the guy who rescued Who
das müsste das Ende des ersten Kapitels gewesen sein. Wir müssen eigentlich in die Werbung. Jetzt muss ich gerade mal gucken, kann ich hier... Okay, wir machen kurz Werbung und danach geht es weiter mit dem Ende des Kapitels. Ich weiß nicht, wie lang es noch geht, aber bevor wir jetzt hier abkürzen oder so, oder ihr die Werbung verpasst, das wollen wir nicht, oder? Nee, wollen wir nicht. Machen wir gleich, hier ist die Werbung, danach geht es weiter mit dem Ende. Guardians of the Galaxy, das erste Kapitel, Ende der ersten Episode. Gucken wir mal rein. Wir sind, oh Gott, was ist passiert? Ja, jemand ist gestorben. Ah nee, es ist wieder ein Flashback. Wir sehen einen Sarg. Vielleicht gehen wir ganz schnell rein. Ist eine sehr wichtige Szene. Leute, schaltet ins Spiel bitte. Your mom would smack you upside the head she saw you moping over her like this. Quills ain't no little babies. My mom just... My mama ate three of my brothers. I'd have been happy to see her go. Ha! You better pull it together, boy, because I'm the closest thing you got to family right now. Now let's get... I don't want to be on this planet any longer than I have to. Are you my dad? No. Your ma wrote me into taking care of you if something ever happened. Something happened. Now, you can come with me easy. Or am I gonna have a fight on my hands? Won't do you much good. You're a bony little scrap of nothing. I can take you without needing to lift a finger. And why should I trust you? Because my word is my bond, boy. What I say, I do. There's nothing in between. So what's it gonna be? Das ist natürlich eine schwierige Entscheidung, aber da ich ja weiß, dass er ein guter ist. Alright. I'm ready to get out of here. I trust you. That a boy. Come on. Let me show you your new home. Ist auf jeden Fall ein anderer Storyverlauf als in den Filmen. Ich kenne die Comicvorlage nicht so gut, da weiß ich das nicht, wie es da ist. Aber normalerweise wird er ja mehr oder weniger entführt und nicht geführt. Ist doch nur ein Traum. Don't worry, my little Star-Lord. I'm here to help you. It'll be all right. Mom. Is that really you? You'll understand soon. Mom? Come find me, Peter. I'll be waiting for you. Mm-hmm.
Okay. Okay. Ja, ganz geil. Das war die erste Staffel. Das erste Kapitel der ersten Staffel. Und es gefällt mir auf jeden Fall besser jetzt schon als zum Beispiel Walking Dead. Ist natürlich auch origineller. Das Universum liegt mir persönlich ein bisschen näher. Und generell, ich mag die Dialoge, die Charaktere. Es hat durchaus noch ein paar grafische, technische Schwierigkeiten. Ab und zu ist es ein bisschen ruckelig. Ab und zu ist es ein bisschen unflüssig. Aber es ist auf jeden Fall für mich jetzt schon eine Reihe, die ich gerne spiele. Gucken wir uns kurz nochmal die Entscheidung an. Drax Rache. Du und 93% der Spieler sagten Drax, er hätte seine Rache verdient. Die hat er nämlich auch verdient. Natürlich, die ganze Familie wurde ausgelöscht. Was denkt ihr denn? Was muss man denn noch machen? Du und 71% der Spieler brachten Gamora dazu, wieder Kontakt zu Nebula aufzunehmen. Denn Kontakt unter Geschwistern ist wichtig. Was hat sie da eigentlich rechts? Ist das eine viereckige Bong? Na gut, wir werden es nie erfahren. Der Leichnam. Du und 76% der Spieler übergaben Thanos an die Nova Corps. Denn 76% der Spieler sind rechtschaffende Bürger. 23,7% der Spieler werden jetzt gerade vom Bundesverfassungsschutz beobachtet. Vielen Dank, Telltale. Was haben wir noch? Das Versprechen. Du und 83% der Spieler gaben ihrer Mutter ein Versprechen. Ja, wer würde denn nicht der Mutter ein Versprechen geben? 16,5% der Spieler sind verräterische, kriminelle Dreckschweine. Das deckt sich auch ungefähr mit unserer Content-Evaluation. Also es ist schon ungefähr auf dem Bereich auch unserer Zuschauer. Du und 84% der Spieler gingen mit Gamora auf Hala Schiff. Ja, warum auch nicht, weil sie ist halt nice, ne? Und man mit der Frau, da weiß man ja nie, wenn man da erstmal Extreme durchlebt hat, da geht da vielleicht auch noch was. Wohingegen bei Rex, der mag mich und da brauche ich keine Mühe mehr geben. Ihr seht, ich bin Multi-Mainstream. Ich bin noch mainstreamiger, als es überhaupt nur geht. Ich habe immer die richtige Entscheidung getroffen zu wehren. Man sagt, das, was die Menge macht, ist richtig. So, jetzt gucken wir schnell noch den Trailer an. Partyers of the galaxy. Huh. Yeah, but the thing about this place, it never stays guarded for long. As soon as Hala found out we had the Eternity Forge, we shot up to Numero Uno on her murder list. Yes, dying hurt a lot. What kind of question is that? I am. Nah, you know what, buddy? Why don't I feel these questions? Since we're putting this on record, it was a brilliant idea to pawn off Thanos. But I ain't thrilled those idiots at the Nova Corps ended up with him. You see units pouring out of my ears? 'Cause I don't! Peter ain't a bad kid. Bit of a whiny pushover on his best days. Soon as he showed up at my hideout, I could tell he got himself in some kind of trouble. The Kree ain't folks you want to mess with. I thought my reunion with Nebula would go over better. That she'd understand I was trying to mend things between us. I was wrong. Once she found out what the Eternity Forge could do, everything it could do, there was no stopping her. I'm gonna use an Earth analogy here, so just bear with me. The Guardians, we're like the Beatles. I'm John, Gamora is Paul, Rocket is Ringo, Drax is George, and Groot, well, Groot is just Groot. It's not a perfect analogy, all right? We yell, sure. We fight. But damn, do we make beautiful music. I just hope I can keep the band together. Or this galaxy doesn't stand a chance. Sehr schöne Idee, finde ich, das ganze Foreshadowing in so eine Interview-Situation zu verpacken, finde ich eigentlich besser als Schnitte und dann Schnipsel aus der Episode, die danach folgt. Fand ich immer ein bisschen schwierig, weil man ja eigentlich eh nur wenig sieht.
Also es gibt ja immer nur wenig zu sehen in den einzelnen Episoden und da finde ich es immer dumm, wenn man dann auch noch Szenen davon vorwegnimmt, um einen Trailer daraus zu schneiden. Finde ich sehr schön. Auch sehr schön das Menü. Nochmal ganz kurz ins Menü, nochmal so als Ausgleich. Ich finde es herrlich. Hier ist wirklich von vorne bis hinten alles so gut, wie es eben möglich ist mit der Telltale-Grafik und der Telltale-Engine und der Lizenz, die man hat, ist hier alles von vorne bis hinten durchgestylt. Und ich find's gut, mir gefällt's, ich freue mich auf den nächsten Teil, weiß nicht, wann der kommt, aber das ist jetzt erstmal das erste Kapitel. Wenn ihr es auch haben wollt, holt euch am besten gleich den ganzen Season Pass und bekommt damit dann die anderen Kapitel, wenn sie erscheinen, direkt auf eure Festplatte. So, das war's, ich mach Schluss, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, viel Spaß mit dem restlichen Rocket Beans Programm, lasst ein Abo da oder eine Spende oder auch gar nichts oder klebt irgendwo ein Rocket Beans Zettel an die Wand, sind wir auch mit einverstanden. Bis dann, tschüss.